Ja, das ist mein Thema für heute. Und ich freue mich, dass ihr alle hier seid und euch dafür interessiert. Ich möchte beginnen, ich habe hier so einen Bremser wieder drin, um euch mal kurz zu erläutern, aus welcher Perspektive ich überhaupt hier euch was erzähle. Ich bin von Haus aus Molekularbiologin, also Naturwissenschaftlerin, habe auch lange wissenschaftlich gearbeitet, empirisch, iterativ, inkrementell. Das heißt, ich habe auch immer den wissenschaftlichen Blick und auch so ein bisschen so einen Bullshit-Sensor für, was aus Studien so berichtet wird. Ich habe lange in der medizinischen Grundlagenforschung gearbeitet, dann eine Weile in der Pharmaindustrie, im regulatorischen Bereich, also in der Dokumenteneinreichung an die Behörden, medizinische Zulassungen. Ich habe mich immer sehr für das Thema Evolution interessiert, ganz wesentlich auch für die Evolution des Menschen, also wirklich da auch viel gelesen, nachgedacht, Konzepte entworfen und so weiter, also wirklich ein Steckenpferd von mir. Ich bin seit 2012 im Bereich Training und Coaching unterwegs, nachdem ich meinen Job in der Pharmaindustrie an den Nagel gehängt habe. Und habe mich zu Beginn auf das Thema Resilienz fokussiert, was das genau ist, dazu kommen wir nachher noch, als Antwort auf das Thema Burnout. Das beinhaltet auch, dass ich mich viel mit Hirnforschung und mit der modernen Psychologie beschäftigt habe. Modern heißt für mich unter anderem die positive Psychologie, Neuropsychotherapie, wenn euch das was sagt, also wo man auch die Erkenntnisse der Neurologie mit einbezieht. Und zum Beispiel auch Schematherapie ist auch eine ganz moderne Therapieform, sehr spannend. Und auf meinem Weg bin ich dann am Rande immer mal wieder über Agile gestolpert und wurde immer neugieriger und neugieriger und habe dann irgendwann das Buch von Jeff Sutherland, Scrum, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, gehört und habe gedacht, wow, der erzählt die gleichen Botschaften wie ich. Also da war eine Überlappung von ungefähr 90%, da habe ich gesagt, so, da muss ich ran. Und was noch hinzukam, war, dass das Resilienzthema, also die Widerstandskraft der Seele, die Selbstverantwortung, um es jetzt mal für einen Augenblick kurz zu sagen, immer dazu führte, dass meine Trainingsteilnehmer ganz oft gesagt haben, in diesem Arbeitsumfeld, wo ich jetzt bin, will ich nicht mehr bleiben, ich suche mir was anderes in den klassischen Arbeitsumfeldern. Und da habe ich gedacht, gut, da bin ich an der richtigen Stelle, ich kann auch gleich eine andere Arbeitsform mitgestalten. Als Scrum-Trainerin ist mir immer wichtig, healthy Scrum, sowohl im Sinne healthy für den Menschen, als auch, dass man immer schaut, machen wir wirklich Scrum und wo können wir noch was putzen? Und was könnte dann besser werden, wenn wir es genau nehmen? Und ich habe für mich den Begriff Agilienz entwickelt, also die Mischung aus Agile und Resilienz. Ja, das so zu meinem Hintergrund. Deshalb, ich habe es jetzt nicht direkt in den Titel geschrieben, also ich rede hier von einem agilienten Mindset. Ich habe versucht, mal den Auftrag dieser Konferenz, also das Thema dieser Konferenz, recht ernst zu nehmen und habe dann in die Ausschreibung geschaut. Da standen so Sachen drin wie Führung bedingt persönliche Gespräche, Tools basieren auf digitaler Kommunikation, ob das dann ein Spannungsfeld ist. Und ja, habe ich gedacht, da standen noch so ein paar andere Dinge drin, die ich dann auch nicht so ganz genau verstanden habe. Und da habe ich eine Weile drüber nachgedacht und habe gedacht, Moment. Also wir haben ja Tools auf der einen Seite, Führung auf der anderen Seite. Irgendwie fehlt mir da was, oder? Der Mitarbeiter, der Mensch. Also irgendwo da drin haben wir noch den Menschen. Ganz wichtig. Der ist da. Also die persönlichen Gespräche sind mit dem Menschen. Und wer bedient die Tools? Die Menschen. Ja? Also das Spannungsfeld zwischen Tools und Führung ist vielleicht der Mensch. Und ich denke, hier in diesem Kontext bei
Tools for Agile Team und Cybert Media, da sehen wir ja die Tools, die wir benutzen, zum Beispiel die App, die ich persönlich ganz fantastisch finde, die funktioniert ja auch für den Menschen. Also das ist ja kein Widerspruch, aber dieser Begriff, der darf da immer gerne dabei sein. Führung im agilen Kontext bedeutet ja auch Führung in einem ganz neuen Sinne, nämlich im Sinne selbstorganisierender Team. Und wir haben im Vortrag zuvor, wer war im Vortrag in diesem Raum vorher? Ja, eine ganze Menge. Also es gibt eine Menge schöne Anknüpfungspunkte. Selbstorganisierende Teams bedeutet ja auch ein gewisses Maß an Selbstführung. Ja, wir hatten auch die Frage aus dem Publikum nach der Selbstbestimmung, ja, Bestimmtheit. Ja. Das gehört ja dazu. Also selbstorganisierende Teams müssen ja auch aus reifen Menschen bestehen. Und hier auch immer daran denken, das ist ja nicht nur ein Mensch, sondern das sind ganz viele Menschen. Und da haben wir dann die selbstorganisierenden Teams und wie die miteinander interagieren. Und ich möchte jetzt heute mal so eine Art Tools mit euch besprechen, wie wir mit diesem Menschen umgehen können. Also den Menschen, den kennen wir alle. Jeder von euch hat, glaube ich, einen dabei, oder? Ja? So, mal nachspüren, ist er heute da? So. Ja, manchmal bleibt er auf der Strecke, ne? Und vielleicht guckt ihr auch mal so rechts und links, sind da noch mehr? Ja, rechts neben euch einer? Ja? Ne? Habt ihr die vorher schon so wahrgenommen? Manchmal lohnt es sich mal so hinzugucken. Ne? Gut. Ja, ihr müsst jetzt agil arbeiten. Wissen wir alle, das funktioniert so nicht. Ne? Wenn wir agile Führung machen, so jetzt machen wir das alle. Ne? Sondern ich glaube, wir haben in diesem Kontext alle verstanden, dass das bedeutet, wir entwickeln uns gemeinsam hin zu einer agilen Organisation. Und auf Seite der selbstorganisierenden Teams bedeutet das oder sollte bedeuten, dass wir uns jetzt persönlich stärker einbringen können und auch irgendwo ein Stück weit müssen und entwickeln und resilienter werden. Und ich habe schon Widerstandskraft der Seele erwähnt, bedeutet aber auch Resilienz für mich eine Veränderungskompetenz, die wir in dem Kontext brauchen. Wir werden krisenfester, also die Fähigkeit, mit Krisen umzugehen und nicht daran zu zerbrechen, sondern daran zu wachsen. Das ist auch eine typische Definition von Resilienz. Und ich behaupte immer, das habe ich von so einem Amerikaner, der aus dieser Kernschule der Resilienz kommt, wo ich erst gedacht habe, boah, amerikanisches Blabla, macht uns gesünder, glücklicher, erfolgreicher. Aber ich glaube, jeder, der sich ernsthaft mit Resilienz beschäftigt, der merkt, das ist tatsächlich der Fall und auch sozusagen das Ziel dieser Entwicklung, der Entdeckung der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Ziele, Wünsche und so weiter und wie wir damit umgehen können. Wir arbeiten jetzt agil, wir organisieren uns um. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch das Modell von Robert Dills, der Ebenen von Lernen und Veränderungen. Das geht los beim Umfeld, ne? Agiles Umfeld, Sitzsäcke und ne, offene Räume und so weiter. Verhalten, das sind so alle die Dinge, die wir so tun müssen. Fähigkeiten braucht es, damit wir dieses Verhalten überhaupt ausüben können. Werte, Glaubenssätze stecken dahinter. Wie sehen wir uns selber? Was ist der Sinn, unsere Vision? Also alles dies sind Ebenen der Veränderung, die da betroffen sind. Ist ein komplexes Modell, wo man sehr schön mitarbeiten kann. Also schaut es ruhig mal nach, gibt es viel Info zu. Bezogen auf unser Thema Tools und Führung können wir jetzt mal schauen, wo sind denn die Tools so angesiedelt? Ne, die sind mehr so im unteren Bereich angesiedelt. Ein Tool ist ja ein Umfeld, mit dem ich umgehe. Ich muss damit umgehen können. Das bestimmt auch mein Verhalten. Während Führung hoffentlich mehr auf den oberen Ebenen ansetzt und idealerweise eben auch im oberen Bereich im Sinne einer Vision. In der Vortragsankündigung hatte ich euch versprochen, dass ich euch Tools, Konzepte und Inspiration anbiete. Und jetzt ist das so mit der Zeit, wie der Vortrag sich so entwickelt hat, ein etwas komplexes Modell geworden. Und dazu habe ich euch deshalb mal eine Bildmetapher mitgebracht, um so zu sortieren, was ich euch heute so präsentiere. Der Leuchtturm hier steht für Führung, Orientierung, wo wir irgendwo hinwollen. Hier steht jetzt auch mal so ein Meilenstein. Ja, dann kennen wir ja im klassischen Bereich auch sowas wie Key Performance Indicators oder so. Und das ist unser Horizont. Ja, und hinter dem Horizont geht es weiter. Ja, wohin, wissen wir auch heutzutage in der VUCA-Welt nicht immer so ganz genau.
Und wir wollen aber hier in eine Richtung, wir hatten vorhin die Metapher des North Star, ich habe jetzt mal die Sonne genommen, und wir wollen ja da irgendwo was erreichen. Also meistens geht es darum, dass das Unternehmen einen Gewinn macht. Ja? Das ist so die Richtung, wo wir hinwollen. Und wir wollen dahin mit Mitteln und Wegen. Dafür steht jetzt mal das Boot, also für die Mittel, die wir haben, da kommen also gleich die Tools hin, mit denen wir arbeiten. Ja, und hier unter der Wasseroberfläche, da sind die vielleicht nicht immer so stillen Wasser, die tief sind. Ja, also ihr ahnt es schon, der Mensch. Ja. Und unter dieser Oberfläche, mit der wir da zu tun haben, mit der wir reden, ja, haben wir eine ganze Menge Schätze, ja, die Dinge, für die der Mensch so stehen kann, und auch eine ganze Menge Schrott. Ja. Also ich sage nicht damit, dass Menschen Schrott sind, aber ich glaube, jeder von uns kennt das, dass wir so ein paar Sachen in uns, mit uns rumtragen, schwierig sind und die uns belasten. Ja. Ich gehe nochmal zurück auf das Menschenbild. Also wir haben hier die Führung, den Leuchtturm und die Tools, mit denen wir arbeiten. Ups. Und die Idee hierhinter ist, dass der Mensch nicht einfach nur jemand ist, der funktioniert, sondern der Mensch derjenige, der wertvoll ist, als Mensch an sich und auch im Hinblick auf die Schaffung von Wert im langen Sinn. Gut, dann wollen wir mal damit anfangen, was sind denn so agile Leuchttürme? Und ich glaube, da brauche ich in diesem Kontext gar nicht viel zu erzählen. Wir haben da so Dinge wie die Scrum-Werte. Kennt ihr alle die Scrum-Werte? Ja? Wer kann sie sofort nennen? Ja? Also Commitment, Mut, Fokus, Offenheit und Respekt. Es gibt ein schönes Kürzel dafür, FROCK, falsch geschrieben, FROCC. Dann kann man eben innerlich immer so gut mal abchecken, was man da so hat. Also, zum einen die Scrum-Werte. Dann haben wir das agile Manifest, eine Werteabwägung. Alles ist wichtig, aber das eine im Zweifelsfall oder im agilen Kontext wichtiger als das andere. Das sind so agile Leuchttürme, Orientierungen, die wir haben. In dem agilen Manifest stecken auch die agilen Prinzipien. Und die kennen wir sicherlich nicht alle auswendig. Ich habe euch hier mal einen Hinweis auf Tasty Cupcakes. Gibt es so eine Übung, wie man die agilen Prinzipien in 3 Worten formuliert. Und das ist eine Musterlösung. So kann man sich die ein bisschen leichter merken. Also vielleicht auch mal so ans Teamboard hängen oder so. Dann kann man da sehr schnell drauf referenzieren. Was die wenigsten so richtig kennen, ist die History des agilen Manifests. Wenn ihr mal auf die Webseite dort geht, stehen da unter anderem so lustige Dinge wie, dass sich das agile Manifest auch sozusagen gegen Dilberteske Organisationen richten. Ne? Dilbert, wer von euch kennt Dilbert? Ja? Also den Comicstrips gibt es schon sehr lange und das wird gleich 4-mal in der History des agilen Manifests erwähnt. Und es steht auch drin, dass sie sich sehr wünschen, dass mal das Gerede über das People the most important asset sein aufhören soll und ersetzt werden möge durch ein Handeln nach der Maxime, dass Menschen das Wichtige sind und nicht das wichtige Asset. Also Humans und nicht Human Resources. Das kann man auch als eine kopernikanische Wende bezeichnen, so wie Denning das in seinem sehr schönen Buch The Age of Agile beschreibt. Das kennen, glaube ich, in Deutschland recht wenige. Ich kann das sehr empfehlen, gerade so für die Management-Ebene, um mal zu schauen, wie kann ich agil verstehen, wo sind die Erfolge schon sichtbar und so weiter. Also, kopernikanische Wende heißt ja, damals musste die Kirche sehr schmerzlich einsehen oder sich anhören, dass es nicht die Erde ist, die im Zentrum des Universums steht und die Sonne darum kreist, sondern umgekehrt die Erde um die Sonne kreist.
Und genauso, wir haben da die Sonne, die das Unternehmen ist, ist die Einsicht jetzt oder die Haltung, dass nicht der Mensch um das Unternehmen kreist, der Mensch als Mitarbeiter und auch als Kunde, der sich gefälligst daran anzupassen hat, was die Unternehmen so zu bieten haben, sondern umgekehrt das Unternehmen den Menschen in den Fokus stellt. Das heißt, wenn wir jetzt in unser Bild gehen, dann drehe ich die Sonne gerade mal um und dann ist der Mensch das, auf das wir zustreben. Und der Glaube, der dahinter steht, ist, wenn wir, oder die Überzeugung, wenn wir für den Menschen als Kunden arbeiten und mit dem Menschen als Mitarbeiter etwas entwickeln, dann kommt der Wert, der Unternehmenswert dadurch von alleine. Und ich glaube, es gibt viele Beispiele dafür, dass das auch so ganz gut funktioniert. Ja, wenn wir also jetzt den Menschen in Fokus stellen, dann ist ja die allerwichtigste Frage, was braucht der Mensch? Wisst ihr das so ganz genau, was ihr so braucht? Wie genau kennen wir uns eigentlich selber? Also aus eigener Erfahrung muss ich sagen, seit ich meinen Job da in den Nagel gehängt habe und mich mit diesen Themen mehr beschäftigt habe, eben auch aus so einer Krise heraus, ich habe sehr viel über mich und den Menschen als solches gelernt. Viele von euch kennen vielleicht dies hier, die Bedürfnishierarchie nach Maslow. Sehr bekannt und immer dazu zu sagen, er hat nie eine Pyramide draus gemacht und er hat auch, es ist auch kein, ein, es ist ein Modell, aber es ist keine wissenschaftliche Beschreibung. Also darin beschreibt er, dass es grundlegende physiologische Bedürfnisse gibt, Essen, Trinken, Schlafen und so weiter. Und dann gibt es das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Liebe und Zugehörigkeit, nach Ansehen und Erfolg und nach Selbstverwirklichen. Ja? Und dass es sehr schwierig ist, nach den oberen Werten zu streben, wenn ich die Grundbedürfnisse nicht befriedigt habe. Wir wissen aber auch, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel in den Hungerstreik treten. Ja? Das heißt, sie stellen diese Bedürfnisse total hintan, um andere Dinge zu erreichen. Wir unterscheiden hier also dann in dem Sinne auch Menschen, die sich nur um das Untere kümmern oder kümmern können, strive to survive, also kümmern sich nur um Überleben, und im oberen Bereich können wir danach streben, aufzublühen. Wenn wir aber jetzt mal genauer gucken nach den psychischen Grundbedürfnissen, und wir als Menschen sind ja sehr stark psychische Wesen. Ja? Also wir, früher hörte man immer so gerne, ah, das ist alles nur psychisch, ja. Aber was sind wir denn anders als unsere Psyche? Ja? Jeder von euch ist ja der, der er ist, weil seine Psyche so ist, wie sie ist. Ja? Ihr definiert euch ja nicht über euren Körper, ja, oder über eure Masse oder euer Dasein oder irgendwelche Handlungen, die ihr ausführt, sondern über euer Ich. Und euer Ich ist ja eure Psyche. Und da möchte ich mal mit euch, euch mal ein Modell vorstellen, was psychotherapeutisch sehr gut unterlegt ist, also sowohl von der Psychotherapie, also vom psychologischen her, als auch vom neurobiologischen her sehr gut beschrieben. Ich persönlich fand es von Anfang an sehr, sehr spannend und ich behaupte immer gerne, man kann fast alle anderen Bedürfnisse eigentlich immer darauf zurückführen. Und es wird sehr, sehr spannend, wie wir uns und unsere Reaktionen betrachten, wenn wir darauf zurückgehen. Also es sind vier Grundbedürfnisse, die ich euch jetzt vorstelle, und anfangen möchte ich mit dem Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlust vermeiden. Vermeidung. Ja, das klingt jetzt erstmal ja so ganz normal, ne? Aber wie oft hören wir, das Leben ist kein Ponyhof? Ja? Oder es muss ja nicht immer alles Spaß machen. Ne? Anerkennen wollen wir aber doch, dass unser Streben, unsere normale Reaktion immer zu dem hin ist, was schön ist, und von dem weg ist, was nicht schön ist. Und das ist so ein ganz, ganz grundlegendes biologisches Prinzip. Ich habe euch hier mal mitgebracht den Cousin vom Blob. Hat jemand von euch von Blob gehört? Es ging jetzt in den letzten Wochen durch die Medien. Ja. Ein Schleimpilz, der im Pariser Zoo ausgestellt worden ist. Und es ist der Wissenschaft ein Rätsel, dieses Tier. Bullshit. Ja. Ist kein Rätsel, ist ein Schleimpilz. Es ist ein Einzeller, also das Gelbe, was ihr hier seht. Ja. Sein Einzeller, der kann nicht viel, aber der kann das. Hinzu auf etwas und von weg von dem, was er nicht mag. Ja? Oder wo es ihn uninteressant ist. Ich habe euch das mal hier dargestellt. Man hat mit diesem Wesen ein interessantes Experiment gemacht. Man hat das Wesen wachsen lassen in einem Labyrinth. Also das Gelbe ist dann dieser Schleimpilz, der gewachsen ist. Und dann hat man an zwei Stellen mal so ein Häufchen Haferflocken hingelegt. Die mag der total gerne. So. Und was macht das Biest?
Es geht dahin, wo es hin möchte, und da, wo nichts Interessantes ist, zieht es sich zurück. Und dann dauert das nicht lange, dann sieht das so aus. Ja? Ein Rätsel für die Wissenschaft, warum dieses Tier so unglaublich intelligent sein kann und einen Weg durchs Labyrinth findet? Ich würde sagen, nein. Ja? Das ist ganz klar, er bildet einfach all das zurück, wo nichts zu holen ist, und da, wo was zu holen ist, da bildet er sich aus. Und so funktionieren wir Menschen auch, und das dürfen wir auch. Ja. Also uns immer was aufzuzwingen, was uns keinen Spaß macht, das kann nicht funktionieren. Was schon funktionieren kann, ja, kennt ihr die Ü-Ei-Challenge oder Marshmallow-Challenge, ja, wo man Kindern, ja, da setzt man ihnen ein Marshmallow oder Ü-Ei vor und sagt, das ist für dich. Ich gehe jetzt mal aus dem Raum, und wenn ich nach 10 Minuten wiederkomme und du hast das noch nicht gegessen, dann kriegst du noch eins. Und Kinder, die das bestehen, also diese Herausforderung bestehen und danach noch ein zweites kriegen, die sind, also die Studien, die haben das über Jahrzehnte nachverfolgt, die sind im Schnitt erfolgreicher im Leben im Sinne von Karriereverfolgung, glückliches, sortiertes Leben und so weiter. Also das ist eine menschliche Fähigkeit, die wir haben, also unsere unmittelbaren Lustbedürfnisse mal zurückzustellen für ein projiziertes, größeres Ziel, dass wir in die Zukunft schauen können. Grundlegende Sachen, aber auch beim Menschen ganz wichtig. Das Zweite, jetzt gehen wir in der Evolution sozusagen ein kleines Stückchen höher, ein großes Stückchen höher, da sind wir bei den Säugetieren. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Experiment. Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit, irgendwie ist das so durch die Medien damals auch gegangen. Da hat man mit Rhesusaffen Experimente gemacht und hat versucht herauszufinden, wie sehr die Erziehung, die Bindung an die Mutter, wie wichtig das ist. Und die Ergebnisse waren eigentlich so bekümmernd, dass man die Experimente heutzutage so niemals mehr machen würde, weil die Äffchen wirklich elendig eingegangen sind. Und eins dieser Experimente war, dass man ihnen Ersatzmütter geboten hat. Und auf der linken Seite seht ihr eine Drahtersatzmutter, wo es Milch zu holen gibt, ja, also Grundbedürfnisse der körperlichen Art. Und auf der rechten Seite seht ihr eine Ersatzmutter, die wenigstens so ein bisschen warm und kuschelig ist und ein Gesicht hat. Ja. Und die Äffchen, die waren sehr viel mehr hingezogen zu dem etwas, ich hätte jetzt fast gesagt menschlicheren, ja, Bindungsobjekt. Ja. Also Bindung, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und die Äffchen, die unter diesen Bedingungen groß geworden sind, konnten sich auch später überhaupt nicht sozialisieren. Ja. Also die waren nicht wie in die Gruppen einzubinden, weil diese Bindungssozialisierung gefehlt hat. Und das haben wir selbstverständlich auch in unserem eigenen Leben. Ganz stark wird unsere Bindungserfahrung, unsere Sozialisation geprägt in den ersten wenigen Jahren, also dieses so bis 2,5, 3 Jahre. Und das alles sind Dinge, die vor unserer bewussten, also unserer erinnerbaren, vor unserem erinnerbaren Erleben liegen. Also all das, was mit uns damals geschehen ist, sei es aus böser Absicht oder aus Zufall, das können wir nicht erinnern, aber das beeinflusst unser Bindungsverhalten. Ich habe zum Beispiel 2 Kinder und mit denen war ich natürlich auch früher mal im Zoo, und der Jüngere, da war er ungefähr 2, der war plötzlich weg. Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, so ein 2-jähriges Kind im Zoo, Mama ist weg, ja, großer Schreck. War keine böse Absicht von mir, aber es kann schon passieren, dass solche Erlebnisse Kinder in einem gewissen Maß traumatisieren, ja, je nachdem, wie sie gerade drauf sind und was drum herum passiert. Also solche Sachen, die wir in uns tragen, die müssen nicht immer böse Absicht sein. Das Dritte ist Orientierung und Kontrolle. Da fragen mich jetzt viele, was ist das? Dann sage ich mal, ja genau. Wenn du fragst, was ist das, dann hast du das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Du willst verstehen. Ja? Und zwar sowohl nach außen hin als auch nach innen hin. Wir wollen uns auch selber gerne verstehen. Also wenn es euch zum Beispiel schlecht geht, wollt ihr auch verstehen, warum. Ja? Und je besser ihr euch selber versteht, eure Bedürfnisse, eure körperlichen Reaktionen, umso mehr habt ihr auch da dieses Bedürfnis erfüllt. Aber generell geht es um so Sachen wie, der Mensch möchte halt Dinge manipulieren. Ja? Wir sind ja das Werkzeug benutzende Tier. Ja? Und schon die kleinen Kinder fangen an, alles Mögliche zu hantieren und so weiter, was selber machen. Ja? Dann sitzen wir irgendwann dann unbedingt am Lenkrad und Fahrrad fahren, alles Mögliche, immer hantieren, Kontrolle. Ja?
Und genauso sind so Dinge mit dem ewigen zu spät kommen. Ja? Also wenn der Bus nicht kommt oder die Bahn, da muss die Bahn ja gar nichts dafür können, wenn sich da jemand vor den Zug wirft oder so weiter. Oder Schneesturm, da ist ja, liegt es ja nicht an der Bahn, aber wir warten oft auf die Bahn. Und wir denken immer, wir ärgern uns darüber, dass die Bahn nicht kommt und dass wir zu spät sind. Ja? Wenn wir erstmal überlegen, Lust, Gewinn und Unlustvermeidung, schwer betroffen. Ja? Bindung oft auch sehr betroffen. Ich komme zu spät nach Hause zur Familie oder mein Team und so weiter. Ja? Und Orientierung und Kontrolle schon mal total daneben. Ja? In gewisser Sinne, Hinsicht scheint die Bahn das ja auch zu verstehen, denn die schreiben dann gleich, also sie versuchen zu informieren. Ich glaube, wir sind nicht immer alle so ganz zufrieden, was da steht. Aber bitte informieren Sie sich auch im Internet. Ne? Also der Aufruf dazu, die Orientierung und Kontrolle wenigstens so ein bisschen wieder zu gewinnen. Und als Viertes haben wir dann Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Jetzt spürt man an euch rein, was macht das so mit euch? Woran denkt ihr, wenn ihr hört, Selbstwerterhöhung ist ein psychisches Grundbedürfnis? Und ich sage nochmal dazu, psychische Grundbedürfnisse, die hier genannt werden, bedeuten solche, deren langfristige, leichte oder punktuelle starke Verletzungen zu psychischen Krankheiten führen können. Das ist so auch mit die Definition dabei. Ist uns das beigebracht worden, also meiner Generation, viele von euch sind jünger als ich, eurer Generation, dass Selbstwerterhöhung ein psychisches Grundbedürfnis ist, dem ihr so nachgehen dürft? So sagen, hey, das kann ich aber gut. Ja. Also meiner Generation definitiv nicht. Ja? Immer schön bescheiden sein, ne? Immer, nein, das kann ich gar nicht so gut, nein, ich bin, immer schön so runterspielen. Ja? Das heißt, wir sind erzogen worden, unsere Selbstwerterhöhung, dieses Grundbedürfnis gerade mal selbst immer zurückzustellen, an die Kette zu legen. Dabei ist es was ganz Natürliches, denn wir fangen alle mal klein an, oder? Wenn wir als Menschen, als Hosenmatz zur Welt kommen, also als kleine Kinder, da bleiben würden, dann würden wir nicht Teil dieser Gesellschaft werden können. Denn wir wollen uns ja unseren Selbstwert, unseren Wert vor uns selbst und in der Gesellschaft entwickeln zu einer reifen, hoffentlich auch zufriedenen Persönlichkeit, die etwas beitragen kann und einen Wert wertvoll ist im Sinne von Wert in sich trägt und auch Wert geben kann. Diese vier Bedürfnisse kann man sich wunderschön merken an einem schönen Kürzel, nämlich Lobs. Es bedarf des Lobs. Ne? Bedürfnisse, es bedarf des Lobs. Ich fasse hier nochmal zusammen. Also Lust, Gewinn und Unlustvermeidung, Bindung, Orientierung und Kontrolle und Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Für Eilige, wenn man das nicht immer so im Alltag so durchchecken will, die Liste, der Mensch braucht Beachtung und Anerkennung. Wir sind ein Wesen, das zu klein auf die Welt kommt, ja, und wenn wir nicht Beachtung und Anerkennung bekämen, dann würden wir eingehen. Wir brauchen das viele Jahre unseres Lebens. Ja. Und deshalb ist das in uns auch angelegt. Beachtung im Sinne, dass wir gesehen werden und Anerkennung, da steht Kennen drin, wir wollen auch als derjenige wahrgenommen werden, der wir sind. Also der Mensch, die Psyche, die wir haben, nicht alle über einen Kamm geschoren werden. Ihr sollt alle gleich, wir machen jetzt mit euch alle das Gleiche. Ja? Du hast keine persönlichen Eigenschaften, ne? Der Mann ohne Eigenschaften. Und noch kürzer gesagt, Wertschätzung. Jetzt frage ich mal, was ist für die meisten für uns oder vielleicht für euch persönlich heutzutage das wertvollste Gut? Zeit. Bingo. Ja? Also wir reden immer über Geld. Ja? Aber ich habe irgendwann in einer gewissen Phase meines Lebens festgestellt, ich habe mehr Geld als Zeit. Das hilft nicht. Dann habe ich angefangen, mir mit dem Geld Zeit zu kaufen. Das hilft ein bisschen. Ja? Aber das gilt ja nicht nur für jeden von euch persönlich, sondern es gilt auch für eure Gegenüber. Sei es nur als Mitarbeiter, als Kunde, als Chef. Also Wertschätzung auch im Sinne der Wertschätzung der Zeit, die ihr dem anderen die Zeitverschwendung, die ihr dem anderen zumutet. Überlegt mal, wer das so im Alltag, was da so alles hinzukommt. Also wenn ich heutzutage ein Hotel buche,
direkt auf deren Seite, dann schicken die mir zum Beispiel eine Woche vorher eine E-Mail, die ist so lang und ich weiß nicht, ob ich sie lesen muss. Das heißt, ich muss sie lesen, um festzustellen, ob ich darauf antworten muss. Und eigentlich geht es darum, nur mir noch ein extra Upgrade zu verkaufen. Ja? Die verschwenden meine Zeit, das ist keine Wertschätzung. Und etwas, was wir immer im Kopf halten sollten, ist auch das Thema Sicherheit. Und was Sicherheit für verschiedene Menschen bedeutet, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Unser Sicherheitsbedürfnis, das im klassischen Sinne nach Maslow bedeutet, dass das Dach über dem Kopf oder vielleicht einen festen Arbeitsplatz oder nicht an der nächsten Ecke überfallen zu werden. Ja? Diese Form von Sicherheit. Ich glaube, wir haben heute in unserer hier doch recht friedlichen Gesellschaft ganz andere Bedürfnisse nach Sicherheit. Zum Beispiel Cybersicherheit, dass mein Handy nicht gehackt wird und ähnliche Dinge. Oder dass ich informiert werde und dass mein Arbeitsplatz noch da ist, bleibt oder dass ich nicht einfach irgendwo versetzt werde und was auch immer das ist. Das ist sehr persönlich und da ist es auch wichtig, bei sich selbst und beim Gegenüber festzustellen, welche Form von Sicherheit braucht der. Rein praktisch. Jetzt komme ich hier mit meinem ersten Tool. Also ich habe erstmal hier Lobs als das, was wir hier unten am Meeresgrund finden. Und habe jetzt mein erstes Tool. Das wäre die Bedürfnisperspektive oder Bedürfnisbrille. Und zwar, wenn wir aus der Brille mal schauen, was ist ein Problem? Denk mal nach, was ist ein Problem, wenn ich jetzt nachher auf die Bedürfnisse gucke? Jedes Problem ist ein wichtiges Bedürfnis, das nicht erfüllt wird oder zu kurz kommt. Also wie gesagt, das Problem ist nicht, dass der Zug unpünktlich ist, ja? Das ist ja sozusagen außerhalb von mir, sondern das Problem ist, was es mit mir macht. Ja? Gestern habe ich zum Beispiel einen Zug verpasst. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Spaziergang gemacht. War doch schön, habe ich gestern noch ein bisschen Bewegung bekommen. Ja? Und dadurch habe ich das für mich eigentlich aus der Problemzone rausgeschafft. Schaffen. Also wir finden für uns selber und auch für andere Lösungen, wenn wir das so mal betrachten. Was ist dann ein Konflikt? Ein Konflikt sind zwei wichtige Bedürfnisse, für die noch keine Strategie gefunden wurde, die beide erfüllt. Und das kann jetzt ein Konflikt zwischen zwei Personen sein oder auch ein innerer Konflikt. Wir haben ja oft innere Konflikte. Und wenn ihr das mal an euch erlebt, boah, ich habe da jetzt einen inneren Konflikt und irgendwie weiß ich nicht so richtig, ja, vielleicht mal gucken. Ja? Vielleicht nehmt ihr mal das Lobs, ne, diese Checkliste und schaut mal, woran liegt es denn und wie kann ich das gegeneinander abgleichen? Denn oft geht es ja bei Konflikten nicht um die Sache. Ja? Wenn sich zwei Leute streiten, geht es dann meistens wirklich um die Sache? Oder geht es um sowas wie den Selbstwert? Oder die Kontrolle zu haben. Ja? Oder auch um eine Bindung, ne? Oder eine Rolle oder was die Konsequenzen außerhalb sind. Oft geht es nicht um die Sache. Und dann habt ihr immer die Checkliste, um zu schauen, was könnte denn dahinter stecken. Und dann könnt ihr auf den anderen Menschen anders zugehen und vor allen Dingen auch bei euch selber mal gucken. Jetzt habe ich euch etwas unterschlagen. Das sind eigentlich 5 psychische Grundbedürfnisse. Und das 5. wäre, dass die alle in Balance sind. Also eben auch nicht in Konflikt miteinander stehen. Und das nennt Grave, nachdem das benannt ist, also der dieses Modell so beschrieben hat, nennt das Konsistenz. Wir haben ein Bedürfnis nach Konsistenz. Und auch das kann unser Gehirn abbilden, ja, dass es sagt, das passt jetzt irgendwie nicht. Ja. Also wir suchen nach Sinn, um es mal in normalen Worten zu schreiben. Denn das Konsistenzbegriff ist bei ihm sehr, sehr komplex. Um das mal zu illustrieren. Was seht ihr da? Was macht das mit euch? Das macht keinen Sinn, ne? Es nervt, ja? Das ist der Stroop-Effekt und ich habe ihn jetzt mal Stroop-Effekt Plus genannt, weil ich nämlich noch was extra eingebaut habe. Hat es jemand gesehen? Ja, es stimmt nicht mal, dass es nicht stimmt. Ja? Also wir suchen immer nach Sinn und wir merken sowas. Wir suchen immer. Unser Gehirn möchte einen Sinn finden. Es ist eine Sinnfindungsmaschine. So funktionieren wir den ganzen Tag. Ja? Wir orientieren uns nach unseren Bedürfnissen, also ohne, dass wir das so merken. Unser Gehirn schaut nach den Bedürfnissen, wo sagt es, wo sagt es, und findet dann den Sinn. Ja.
Ja, da bin ich auch schon in der Richtung. Woran erkennen wir denn die Erfüllung oder Verletzung unserer psychischen Grundbedürfnisse? Eine Idee? Ja, genau. Also an Gefühlen, Emotionen. Ja? Und da können wir wieder zurückgehen zu den ganz einfachen Lebewesen. Wir hatten vorhin den Schleimpilz, hier sind wir bei einem Würmchen, ne, das gar nicht viel kann. Also das mit dem Gesicht ist ja schon eine Übertreibung, ja? Ist ja nur eine Karikatur. Das will irgendwo hin und wenn es dahin geht, will irgendwo weg, ne? Wo es dann nicht so schön ist, da gehen wir auch so, boah, Grümpfel, ne? Wir spüren das ja auch, ne? Das ist so ein Begriff, der kommt aus dem Comic und ich habe das jetzt mal von der Maya Storch, einer Psychologin, die das wunderbar so mit diesem Modell beschrieben hat. Ich kann ihre Bücher sehr, sehr empfehlen. Und auf der anderen Seite dieses, ha, ja, das ist es, ne? Bingo, passt, stimmt, da ist alles in Balance. Und unsere Emotionen und Bedürfnisse sind ja schon ein psychischer Art und etwas komplexer. Und um das mal so zu überprüfen, gibt es da so eine Frage, die man sich mal so stellen kann. Ja? Wenn ihr mal wieder ein Problem habt, ja? Was sagt denn dein Hund zu deinem Problem? Hätte der das auch? Nee, ne? Also es sind so unsere psychischen, unser Kopfkino, was wir alles dabei denken, was uns da so in die Problemzone schickt. Genau. Jetzt muss ich mal hier an meinem Plakat nochmal arbeiten. Also, ich habe euch Tools versprochen. Das eine Tool ist Wertschätzung. Ja? Wertschätzung ist ein Tool. Meine Trainerin vor vielen Jahren sagte immer, Wertschätzung ins System pumpen. Das bringt uns, kann ganz viel verändern, auch in der agilen Transformation. Und das andere Tool, das ich euch beschrieben habe, ist die Bedürfnisbrille. Also orientiert an den am Lobs, es bedarf des Lobs zu schauen, was brauche ich denn, was brauche ich, was braucht mein Umfeld, um klarzukommen. Ja, Resilienz ist technisch gesehen, es kommt aus der Materialforschung, die Toleranz eines Systems gegenüber Störungen, Belastungen und Wandel. Jetzt würden wir jedem System und jedem Tier und so zuschreiben und erlauben, dass es sich um seine Intaktheit kümmert. Ja? Das heißt, wir dürfen uns das auch selber zuschreiben. Und das System Mensch besteht ja aus Körper, aus Gehirn und dem Wechselspiel davon, das irgendwie die Psyche ergibt. Also das ist jetzt mal meine Illustration des Systems Mensch. Und Resilienz bedeutet dann, ich kenne meine Grundbedürfnisse gut und seine Grundbedürfnisse gut zu schützen bedeutet, ich bin resilient. Also da ist ein ganz enger Zusammenhang zwischen dem Selbstverstehen und Resilienz. Deshalb auch, Resilienz bedeutet Selbstfürsorge, Selbstkompetenz, ja? Und dann Selbstbestimmtheit, hatten wir vorhin, oder Selbstverantwortung. Das so für euch als Begriff, was Resilienz bedeutet. Und da sind wir wieder bei den selbstorganisierenden Teams. Wir wollen doch durchaus Menschen, die selbst für sich sorgen. Ja? Wenn sie selbstorganisierend sind, kann keiner von oben die Fürsorge übernehmen. Selbstkompetent sind und selbstverantwortlich. Genau das wollen wir. Jetzt habe ich euch meine Resilienz-Tools mitgebracht. Ich mache sie ganz kurz. Das eine ist Lösungsorientierung. Das sind lauter Grundhaltungen. Lösungsorientierung im Sinne, wir schauen nicht aufs Problem. Wir hatten gestern die lösungsfokussierende Coaching oder Führung. Wir schauen nicht so lange aufs Problem, sondern eher auf die Lösung. Und ich sage da immer gerne, ein Problem ist ein Ziel, das auf dem Kopf steht. Drehen wir uns mal um und dann wissen wir schon eher, was wir haben wollen. Das zweite ist die Akzeptanz. Es gibt immer ein paar Dinge im Leben, die sind blöd, aber die können wir ganz und gar nicht ändern. Und da mal so zu schauen, was sind denn wirklich die wichtigen Dinge, um die ich mich kümmern muss und woran will ich mich verschleißen und wo nicht, ist auch eine ganz wichtige Fähigkeit. Wir hatten es gerade bei den selbstorganisierenden Teams, dass sie irgendwann merken, das ist den Aufwand bei manchen Themen nicht wert. Ne? Und dann kümmere ich mich dann halt nicht länger drum. Und ich fokussiere mich, Scrum-Wert, auf das Wichtige. Beziehungsgestaltung. Ja? Beziehungen sind nicht einfach da, sondern jede Beziehung mit anderen Menschen muss gestaltet werden. Und das auch gezielt zu lernen, da gibt es viele Möglichkeiten. Und Optimismus oder Fokus auf das Positive ist eine ganz, 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 ganz wichtige Grundhaltung in der Resilienz. Und das fängt für mich ganz wesentlich bei der Sprache an. Also ich zum Beispiel habe aufgehört, also ich achte sehr genau darauf, nicht mehr zu sagen, ich muss. Denn es gibt ganz, ganz wenige Dinge im Leben, die wir müssen. Ja?
Ich frage mich dann immer, kann ich auch sagen, ich möchte? Und wenn ich merke, ja, ich kann sagen, ich möchte, habe ich plötzlich eine Motivation und dann geht es viel leichter. Und wenn ich sage, ich möchte und es funktioniert nicht, dann merke ich auch, nein, dann mache ich es nicht. Für mich war zum Beispiel früher Elternabend im Kindergarten so ein Thema. Wenn ich sage, ich möchte da hingehen, nein. Und dann habe ich es auch nicht getan. Ja. Ja. Das gibt ein wunderbares Merkwort wieder, das Labor. Und auch das ist eben eine Frage der Haltung. Und da sind wir dann bei einem weiteren Tool, unserem Labor-Check. Ja. Wenn ihr das nächste Mal ein Problem habt oder in der Krise seid, rangehen und schauen, bin ich lösungsorientiert? Gibt es Dinge, die ich hinnehmen kann? Kann ich eine Beziehung so gestalten, dass ich Unterstützung finde? Und was kann ich Positives in der Situation finden? Und wo kann ich mich da entlanghangeln? Genau. Was ich hier noch unterschlagen hatte, waren die Emotionen, die wir besprochen haben, die auf den verletzten Bedürfnissen basieren. Mein nächstes Tool ist so was Ähnliches wie der KVP der Resilienz, also ein ständiger Verbesserungsprozess. Ich betrachte mich als Menschen in meinem Körper und meiner Seele und auch meine Mitmenschen und nehme sie wahr, reflektive darüber und werde dann wirksam. Und wenn ich das tue, wenn ich etwas Neues mache, nehme ich wieder wahr. Ne? Diesen Zyklus finden wir immer wieder. Und ganz wichtig ist hier Achtsamkeit, Stichwort. Achtsamkeit bedeutet wahrnehmen, ohne zu bewerten. Also diesen Schritt des Wahrnehmens erstmal zu trennen von dem Reflektieren. Ist eine hohe Kunst, ne? Braucht ständige Übung, aber dadurch habe ich die Möglichkeit, mich selber kennenzulernen und auch meine Umwelt. Und wir kennen dieses Konzept auch aus dem Scrum. Transparency, Inspection and Adaptation. Ja. Das heißt, das ist und auch unser nächstes Tool. Das wahre Wir, sozusagen ein Steuerrad, ein Ruder, an dem wir etwas ändern können. Genau, und wir haben dann schon gesehen, Resilienz ist Veränderungskompetenz. Und somit ist auch Resilienz ein Schatz, den wir als Menschen mitbringen, ja, um auf unser Ziel, auf dem Weg der Unternehmensgestaltung hin auf Menschen als Kunden und so weiter zu entwickeln. Jetzt bringe ich mal wieder was Biologisches. Das ist eine Karte der Lebensräume nichtmenschlicher Primaten. Fällt was auf? Die sind alle da, wo es warm und feucht ist oder feucht genug. Ne? Darüber hinaus haben sie sich nicht ausbreiten können. Wir Menschen hingegen leben auch an unwirtlichen Orten, sei es kalt und mit viel Wasser oder heiß und trocken. Und die meisten von uns leben hier zum Beispiel leben wir so zwischen heiß und relativ kalt und haben unsere Wege gefunden, wie wir damit umgehen. Das heißt, wir sind ungeheuer anpassungsfähig und das ist es genau, was den Menschen ausmacht. Deshalb wird er auch so unfertig geboren, weil er sich dann entsprechend an seine Umwelt anpassen kann. Es gibt, kursiert immer so im agilen Bereich der Begriff der T-Shaped Personality. Und ich habe da so mein Problem mit. Also der T-Shaped Personality unterscheidet sich von der I-Shaped Personality. Der I-Shaped ist der Experte, der kann eine Sache. Das kann er richtig. Ne? Und T-Shaped wird jetzt schon als der tolle Fortschritt betrachtet. Der kann nämlich nicht nur eine Sache, sondern hat auch noch so eine Grundkompetenz in ein paar anderen Dingen. Ich sage jetzt mal, sind wir nicht alle Skyline-Shaped Personalities? Das ist so ein Begriff, der mir dazu eingefallen ist. Das ist jetzt mal hier ein Bild von Frankfurt, der Paulskirche im Vordergrund, den ganzen Hochhäusern im Hintergrund. Da wird gebaut, da wird abgerissen, da haben wir Sachen von früher, die brauchen wir oder brauchen wir vielleicht nicht. Aber wir alle sind doch mehr als nur der Experte, der wir sind. Wir bringen doch so viel mehr ein. Und das bringen wir auch ein in unser Unternehmen, in die Teams, in die Wertarbeit. Das heißt, die Kreativität und die Anpassungsfähigkeit dieser Skyline-Shaped Personalities, das sind auch die Schätze, die wir da haben. Ja. Also den Begriff mag ich persönlich nicht so gern. Genau, und der Mensch ist ja auch ein Selbstentwickler, ja, in dem Sinne. Er arbeitet, wird ja nicht nur von außen so
entwickelt, sondern macht das ja auch zum großen Teil selbst. Ich bin ein großer Fan von dem Selbstentwicklerkonzept von Jens Korsen. Der sagt zum Beispiel, das ist auch so eine Fehlertoleranzgeschichte, jedes Mal, wenn was so richtig schief geht, dann ist man natürlich erstmal völlig fertig. Ja? Aber zu sagen, danke Situation, du bist mein Coach. Jetzt kann ich zeigen, was ich kann, was ich lernen kann, jetzt kann ich mich daran entwickeln. Jedes Scheitern ist eine Möglichkeit zu lernen und ich glaube, das ist auch eine agile Haltung im Allgemeinen, mit der wir arbeiten können. Selbstentwicklung, also jedes Lernen verändert das Gehirn. Neuroplastizität nennt man das. Also wir alle, auch im höheren Alter, können uns ändern. Auch ich habe heute wieder viel gelernt. und das geschieht uns allen. Also Menschen sind nicht konstant. Und dieses Vertrauen da rein, dass Menschen sich selbst entwickeln können, dass sie was dazulernen können, darauf können wir basieren. Also das ist einfach etwas, was wir das ist ein Konzept, auf das wir uns beziehen können, wenn wir mit den Menschen umgehen. Peter Senge, der so einer der Väter der lernenden Organisation ist, sagt entsprechend auch, people don't resist change, they resist being changed. Also im Sinne von Selbstentwickler. Sie wollen das nicht von oben aufgedrückt haben, sondern die eigenen Interessen, ne, Bedürfnisse in Orientierung da drin haben. Das kennen bestimmt auch viele von euch, wird im agilen Bereich viel zitiert. Also Motivation im Sinne von Drive, von innen kommend, Autonomy, Mastery and Purpose, also auch eine Bedürfnisliste, die der Mensch hat, auf die wir uns verlassen können, wenn wir mit Menschen in selbstorganisierenden Teams zu tollen Ergebnissen kommen wollen. Menschen lehnen Veränderungen nicht ab. Ja? Menschen, sie bewerten Veränderungen. Im Sinne von Bingo und Grimpfel, und das ist auch ganz natürlich und es ist auch gut so. Es gibt ein sehr, sehr schönes Video dazu, das ich empfehlen kann, Overcoming Resistance to Change, wo es darum geht, dass es bei einer Veränderung darum, jeder eben schaut, was ist das, was schön ist, also hier in diesem Fall die Meerjungfrau, oder was bedrohlich ist, der Alligator in der Situation, so wie jetzt ist, was bleibt, wenn ich nichts ändere, und was gibt es bei der Veränderung zu gewinnen und wie anstrengend ist der Weg dahin, und diese Abwertung ist die Bewertung, die jeder von uns macht. Und wenn wir kein Ziel, nichts Positives haben, das ist, genau, und das ist dann vielleicht so ein bisschen hier im Bereich des Schrotts, ja, da kommen wir nämlich jetzt auch gleich zu, ja, dass da so eine Angst vor solchen Sachen sind und wie es auch so ist. Jedenfalls ist in dem Kontext die Führungsaufgabe, die Welt so darzustellen, dass sie veränderbar scheint. Und das Zitat stammt von Bertolt Brecht und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Ja? Das ist ja nicht immer das, was in Unternehmen geschieht. Ja? Wenn ich ständig merke, es funktioniert etwas nicht und egal, was ich mache, es bleibt beim Gleichen, dann entsteht etwas, was auch erlernte Hilflosigkeit genannt wird. Es ist fast so das Gegenteil von Resilienz, stammt übrigens auch als Konzept vom gleichen Psychologen, Martin Seligman, und das ist dann so der Schrott, von dem ich rede. Also wenn wir zum Beispiel jeden Tag vor einem Aufzug stehen, der doch nicht kommt, ja, dann hören wir irgendwann auf, da zu gucken, ob der noch kommt, und nehmen immer die Treppe, auch wenn er vielleicht schon seit einem halben Jahr wieder funktioniert. Wir haben es nicht gemerkt, wir versuchen es gar nicht mehr. Sind Dinge, die wir so im Laufe unserer Zeit gelernt haben. Ich schaue mal auf die Uhr, passt noch. Wir fangen alle mal klein an. Wir werden in diese Welt geworfen und wissen noch nichts. Wir kennen keine Regel. Wir haben nur unsere Bedürfnisse. Ne? Also die einfachsten Bedürfnisse nach Lust, Gewinn und Unlust, Vermeidung. Ne? Das Baby kann nur Rabäh und Smile. Und irgendwann dann die Bindung, entwickelt sich relativ früh. Orientierung und Kontrolle kennen wir ja so. Da kommt dann so, wenn die Kinder so merken, dass sie nicht das Gleiche sind wie die Mama. Trotzphase und so weiter. Also die Bedürfnisse, die wachsen nach und nach. Und entwickeln sich, wollen sich irgendwann zu diesem gesunden Erwachsenen
entwickeln, aber eben als Teil der Gesellschaft. Und wie passiert das? Indem Eltern, Institutionen, Schule, Gesellschaft und so weiter da einerseits Unterstützung geben, aber eben auch Grenzen setzen im Sinne von, du darfst nicht, du musst das und das machen und so läuft der Hase und so weiter. Das ist einerseits sehr sinnvoll, aber ich glaube auch, wir kennen alle, dass da eine ganze Menge Schaden auch entstehen kann oder Missverständnisse, sage ich jetzt mal. Kennt ihr so Leute, die Dinge machen, weil sie sie nicht dürfen? Ich habe einen Freund, der hat mit 15 angefangen zu rauchen, weil damals das Alter fürs Rauchen 16 war. Und habe ich gesagt, hat er gesagt, ja, wenn ich 16 bin, darf ich ja, dann macht es ja keinen Spaß mehr. Er raucht heute noch. Und es kann sich auch mal so äußern. Ne? Also ist auch schick, ja, aber ich glaube mal, so die Motivation dahinter, hinter solchen Moden, ist ja eher darin, Dinge zu tun, die auf Widerstand treffen. Und das sind dann so Sachen wie, was da so uns reingebracht werden, sind auch so Sachen wie negative Glaubenssätze, beispielsweise, ich bin unwichtig. Ja? Also da gibt es eine riesen Ansammlung von Glaubenssätzen, die wir in uns tragen, die wir meistens gar nicht kennen. Also sich damit auch mal zu beschäftigen, ist eine ganz, ganz große Entdeckung. Ja? Also negative Glaubenssätze oder auch automatische negative Gedanken, im Englischen nennt man die gerne die Ants, die einen so bekrabbeln. Ja? Also immer wenn sowas wie nicht schon wieder oder ja, das passiert mir immer, ja? Oder das wird doch eh nichts, ja? Oder Chefs sind eh alle blöd. Ja? Das sind alles so automatische negative Gedanken, die einen krabbeln. Das hier habe ich neulich im Wald gefunden. Ich würde mal sagen, das ist ein überkommenes Verbot. Das Schild scheint schon ein bisschen älter zu sein. Ja? Wir haben auch so alte Verbote noch in uns drinstecken. Vieles davon tragen wir in uns, obwohl es gar nicht mehr gilt. So. Wir können aber an diesen Dingen arbeiten. Ja? Nach dem wahre Wir-Konzept, ne? Wahrnehmen, reflektieren, wirksam werden, gucken, wie es besser wird. Also an unseren eigenen Glaubenssätzen, negativen Gedanken und dann mit positiven Dingen rauskommen. Vielleicht sowas wie, ich bin echt gut. Und vielleicht sogar als automatischer, positiver Gedanke, den wir haben, wenn uns was gelingt. Ne? Oder wenn ich mir Hilfe suche, bekomme ich auch welche. Ist auch so ein positiver Glaubenssatz. Ne? Also das sind alles Dinge, die können wir entwickeln, indem wir gezielt daran arbeiten. Für unser Poster hier, also zu verstehen, dass da die Sozialisation dazwischen steckt, wie wir heute sind. Und dass es auf der einen Seite die negativen Glaubenssätze gibt und die positiven Glaubenssätze. Ich kann etwas beitragen. Ja? Ich kann gut im Team arbeiten. Ja? Menschen können was bewirken. Ja? Die Welt ist veränderbar. Das sind Dinge, die auch Schätze sind, mit denen wir in der Firma arbeiten können. Genau. Ja, das ist eine ganz neue Ausprägung. Ja? Inzwischen gibt es auch solche Schilder. Ja? Und ich glaube, erstmal davon auszugehen, dass Dinge erlaubt sind und Dinge möglich sind, das ist ein ganz anderes inneres Mindset. Ja? Und es ist ja das Mindset, von dem wir reden. Es gibt auch Glaubenssätze in der Unternehmenswelt, die man manchmal so überdenken könnte. Shareholder Value ist so, ne? Das ist das Allerwichtigste. Das ist so ein Glaubenssatz, der lange vorherrschte. Stammt von Jack Welch, der das bei General Electric bis zum Exzess betrieben hat, also bei denen stimmte die Vorhersage auf den Cent genau, 2 Cent Abweichung war eine Abweichung, Jahresprognose der Bilanz. Und der sagte dann 2009, on the face of it, shareholder value is the dumbest idea in the world. Auch aus dem Buch, das ich euch vorhin zitiert habe. Ja? Also er zerreißt das total und sagt, ja, die eigene Idee, nach der er jahrelang gelebt hat und sagt, falscher Glaubenssatz. Genau, das ist für euch nochmal im Überblick. Das habe ich jetzt angeworfen, falls es nicht jeder sehen kann. Genau, ich lasse euch gerade nochmal fotografieren. Genau.
Das hier ist so ein kleiner Cliffhanger und Teaser. Also es geht ja um ein agilientes Mindset und dafür habe ich 8 Anker entworfen, die auch einen Subtext hat. Das wäre aber jetzt nochmal ein separater Vortrag. Das sind so Haltungen, Grundhaltungen, die das resiliente und das agiliente Mindset ganz stark verbinden und wo ich jede Menge Tools und andere Konzepte als Referenz dazu habe, mit denen man also schön arbeiten kann. Und es eignet sich zum Beispiel auch als Vorlage für eine Teamcharta. Wir haben über Tools gesprochen. If all you have is a hammer, everything looks like a nail. Ja? Das ist immer etwas, was wir bedenken können. Wenn wir vom Menschen reden, mit den Menschen arbeiten, wir haben immer Menschen vor uns. Ja? Also insofern, Tools für Menschen sind immer gut, aber die Menschen sind alle unterschiedlich. Es gibt verschiedene Sorten Nägel und es gibt verschiedene Sorten Menschen, also daran immer denken. Genau, das zurück zum Thema. Also es ist ein Spannungsfeld. Wir haben jetzt, hab euch eine Menge von Tools mitgegeben, mit denen ihr mal so schauen könnt, wie ihr mit euch in den Teams und so weiter und Führungsperspektive arbeiten könnt. Ja, das wäre es von mir. Herzlichen Dank. Und ich